diesen Minuten vor genau 30 Jahren besiegelte Ungarn das Schicksal der DDR. Budapest öffnete endgültig die Grenze für DDR-Bürger. Die mussten dann nur noch von Ungarn durch Österreich brausen und waren in der Bundesrepublik. 15.000 DDR-Bürger machten das alleine in den ersten 3 Tagen. Der erste von ihnen war Gerhard Meyer aus Ost-Berlin. Der schnelle Meyer wurde er auch genannt. Mein Kollege Christoph Lang hat ihn damals 1989 an der Grenze bei Passau begrüßt und ihn jetzt 30 Jahre nach der Wende wieder getroffen. Die Nacht, in der Geschichte geschrieben wurde. Es konnte gar nicht schnell genug gehen, als Ungarn seine Grenze für die wartenden DDR-Bürger öffnete. Nichts wie rüber in den Westen. Und er war der schnellste. Ostbürger Gerhard Meyer, stolzer Besitzer eines West-Toyotas, hängte die Trabis ab und kam bei Passau als Erster in der Bundesrepublik an. Jetzt, 30 Jahre später, treffe ich den schnellen Meyer, denn wir teilen diese Geschichte. Ich stand als Reporter am Grenzübergang Passau-Suben. Ja, es war eine sehr bedeutende Nacht gewesen. Als er damals ankam und weiter düste. Die Mädels haben geschlafen hinten. Da wird einer von beiden wach und sagt, Papa, wenn du weiter so fährst, dann kommst du als Erster an die Grenze. Und da habe ich dann, da wollen wir mal probieren, ob das funktioniert. Ich habe erst mal geschlafen und auf einmal wurde alles hell und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann kamen schon die Reporter und alles und die haben dann Fragen gestellt. Die beide bis heute gerne beantworten. Sie managen inzwischen das Hotel in der Nähe des Brenners, das der Tochter und dem Schwiegersohn gehört. Meyer und ich sehen uns die Bilder der Nacht an, die alles veränderte. Ja, hier habe ich einfach das DDR-Schild, das D rausgeschnitten. Der heute 69-Jährige dokumentiert sein Leben in dicken Fotoalben. Nach dem Aufnahmelager fand er schnell Jobs, als Kneipenwirt zum Beispiel. Meyer ist anpassungsfähig. Und da habe ich gedacht, naja, wenn du jetzt rüber gehst, dann fängst du von null an. Aber das ist ja kein Problem. Du weißt ja, wie es funktioniert. Also fleißig arbeiten und sofort wieder durchstarten. Der alte Toyota ist Schrott, aber hinterm Haus steht ein Baugleicher in Rot. Den brauchte der schnellste Flüchtling letzten Samstag. Gedenktour durch Ungarn mit alten DDR-Autos lässt man den historischen Weg zur Grenze wieder aufleben. Noch einmal rollt der Stolz des Ostens Richtung Westen. Meyer fährt mittendrin im schneeweißen Meyer-Overall, den er sich extra dafür schneidern ließ. Auch ein Polski Fiat im Sportdesign ist mit dabei. Thomas Amlacher fährt mit ihm tatsächlich Nostalgie-Rallys. Bei der Gedenktour geht es ihm darum, den Ungarn zu danken, deren Organisationstalent verhalf auch ihm am 11. September in die Freiheit. Ich wollte Bücher lesen, die ich in der DDR nicht lesen durfte. Ich wollte mir nicht vorschreiben lassen, was ich morgen zu tun habe. Um materiellen Wohlstand ging es mir nicht. In der DDR ging es mir nicht schlecht. Aber geistig frei war ich dort nicht und das bin ich heute. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber die Liebe zum Ostmobil blieb. 80 PS schlummern hier. Diese Tour setzt auch den DDR-Karossen ein kleines Denkmal. Das ist das einzige Stück Geschichte aus dem Osten, was man jetzt bewegen kann, ne? Es ist schon Abend, als der Rennpappenkonvoi an Ungarns Grenzübergang in Sopron ankommt. Die bewegte Geschichte ist am Ziel. Dort ging es damals in den Westen. Gänsehautmomente. 30 Jahre später fließt der Rotkäppchensekt. Zur Erinnerung an eine Nacht, die die DDR aushebelte und keiner hier weinte eine Träne nach. Schöne Geschichte. Der türkische